Guten Morgen. Wir haben das letzte Mal über Optimierung gesprochen, und da waren noch ein paar Punkte offen, die machen wir jetzt noch fertig, bevor ich Ihnen dann was über Software erzähle zum Abschluss. Und das Optimierungsproblem, da ging es um lineare Ungleichungssysteme. Also wir hatten eine Matrix gegeben, eine Matrix A in R in Kreuz M, Vektor B in RN und ein Funktional C Stern in RM Stern. Und gesucht war ein X aus R hoch M, sodass AX größer gleich B ist, wobei B natürlich ein Vektor ist, weil steht hier dann, und AX ist auch ein Vektor. Und wir vergleichen die zwei Vektoren komponentenweise. Das heißt, in jeder Komponente, jede Koordinate von diesem Vektor ist größer gleich der entsprechenden Koordinate von diesem Vektor. Und da gibt es eventuell mehrere x, die das erfüllen. Und unter denen suchen wir eins, für das c Stern von x maximal wird oder minimal. Und das Optimierungsproblem, wir wollen dieses Funktional optimieren unter diesen Nebenbedingungen, unter den Bedingungen, dass das x dieses Ungleichungssystem erfüllen soll. Und was wir da gemacht haben, ist das System zu übersetzen, die Problemstellung zu übersetzen in eine normalisierte Darstellung, eine Variante, die genau die gleichen Daten als Input nimmt, also nicht genau die gleichen Matrizen, aber eine Matrix, ein Vektor und ein Funktional. Die eventuell andere Formate haben und natürlich auch andere Koordinaten enthalten können. Und gesucht ist, wenn man es dann so normalisiert hat, immer noch ein Vektor mit m-Koordinaten. Aber da haben wir jetzt gesehen, man kann den Ungleichungsteil vom Gleichheitsteil von dem Matrix-Vektor-Multiplikationsteil trennen. Indem man sagt, wir verlangen nur, dass das x größer gleich 0 ist. Hier soll der 0-Vektor sein, also jede Koordinate von x ist nicht negativ. Und ansonsten soll gelten ax gleich b, das ist handlicher, weil das ein Gleichungssystem ist und wir wissen, wie man das löst. Und das dritte ist, dass es egal ist, ob man Maximum oder Minimum nimmt. Es reicht, wenn man sich Maximum anschaut. Also, wir haben gesehen, wenn man das eine Problem lösen kann, kann man das andere Problem auch lösen. Und waren dann dabei, diese zweite Variante des Problems zu lösen. Und das ging so, dann hat man zuerst mal festgestellt, wie sieht denn überhaupt mal, bevor wir anfangen zu maximieren, wie sieht überhaupt die Lösungsmenge von so einem Ungleichungssystem aus? Und es war ein Polytop, also im zweidimensionalen hier so irgendwas, so irgendwas. Und die Lösungsstrategie war, dass wir bei einer Ecke anfangen und dann gucken, was ist der Wert von C Stern an dieser Ecke. Und wird der größer, wenn wir uns entlang einer Kante zu einer anderen Ecke bewegen? Wenn ja, dann tun wir das und dann fragen wir uns das an der neuen Ecke wieder genauso. Gibt es eine Kante, die von der Ecke ausgeht und in eine Richtung zeigt, in die das C-Stern größer wird? Und wenn man irgendwann bei einer Kante angekommen ist, von der aus gesehen überall in jede Richtung es kleiner wird, das C-Stern, dann habe ich das Maximum gefunden und bin fertig. Das war die Strategie. Und ja, die Frage war, wie rechnen wir das? Das war dann ein bisschen turbulent am Ende des letzten Videos, aber es ist eigentlich nicht so schwierig. Schauen wir uns das nochmal in Ruhe an. Schauen wir uns an, wie sieht denn hier so ein Polytop, wenn man da so reinzoomt, in die Nähe einer Ecke. Wie sieht das da aus? Wenn man da guckt, dann sieht das ja irgendwie so aus. Da sehe ich die anderen Ecken nicht, weil die zu weit weg sind. Das sieht also irgendwie so aus.
Wenn ich mir vorstelle, dass das wirklich alles ist und dass es da keine weiteren Beschränkungen gibt, sondern nur diese Ecke eben und das dann in Ewigkeit sich weiter ausdehnt, dann ist das, was man da kriegt, das nennt man ein Kegel. Und so ein Kegel kann man leicht beschreiben, eben durch die Ecke. Man kann sagen, dieser Kegel, sondern nennen wir ihn K. Der Kegel ist diese Ecke plus, so, und jetzt gibt es da diese Beschränkungskanten. Hier gibt es eine, sagen wir, die ist K1. Und hier gibt es noch eine, die ist K2. Und, na gut, das ist Alpha1 mal K1 plus Alpha2 K2, wo Alpha1 und Alpha2 nicht negative reelle Zahlen sind. Okay? Und das kann man sich dann überlegen. Das ist genau, also hier muss nicht unbedingt ein rechter Winkel sein, das kann auch spitzer oder stumpfer sein. Darauf kommt es nicht an. Worauf es ankommt, ist, dass Alpha nur in eine Richtung geht. Es darf nicht negativ sein. Das heißt, ich habe hier, wenn ich Alpha 2 0 annehme und das Alpha 1 laufen lasse, dann kriege ich alle nur die hier in positive Richtung das K1 zeigen. Und die hier liegen, die sind nicht dabei, weil für die bräuchte ich ein negatives Alpha 1 und das ist aber nicht zugelassen hier. Und genauso hier, die sind nicht dabei, weil es geht nur in die Richtung und aber wirklich nur in die Richtung und nicht in die Gegenrichtung. So, und ich kann aber auch beide positiv wählen und wenn ich beide positiv wähle, dann lande ich genau hier in dem schraffierten Bereich. Ich kann nicht hier landen. In dem Bereich wäre das Alpha 1 zwar positiv, aber das Alpha 2 ist negativ. Und hier wäre das Alpha 2 zwar positiv, aber das Alpha 1 negativ. Und hier wären sie beide negativ. Das ist alles nicht erlaubt. Es geht nur wirklich in diesem Bereich, ist das erfüllt, dass das hier beides positiv ist, nicht negativ. Also das ist der Bereich K. Das ist der Kegel. Und das haben wir schon dann ausgenutzt das letzte Mal, die Beobachtung, dass das ja sehr ziemlich ähnlich aussieht, wie das, was man kriegt, wenn man ein inhomogenes lineares Gleichungssystem löst, und zum Beispiel dieses hier, dann kriegt man ja was, das sieht genau so aus, dass die Einschränkung wegfällt, oder dass der Gauss-Algorithmus normalerweise nicht, der Gauss-Algorithmus weiß nichts von dieser Einschränkung, dass die Koordinaten oder dass diese Parameter positiv sein sollen. Der Gauss-Algorithmus würde einfach sagen, L ist gleich irgendein Vektor plus so. Und dann kann ich mir das so aufschreiben, dass diese Alphas genau den Variablen des Gleichungssystems entsprechen. Dann hatten wir so ein Beispiel, da war das x5 und x6. Da dürfen x5 und x6, die dürfen dann aus dem ganzen Körper sein, positiv oder negativ. Das ist die Lösung des Gleichungssystems. Die Lösungsmenge des linearen Gleichungssystems AX gleich B. Und wir schränken uns dann aber jetzt gedanklich darauf ein, dass die Parameter, die hier vorkommen und die den Variablen, den Koeffizienten oder den Koordinaten von X entsprechen, dass die nicht negativ sein sollen, weil das ist ja das, was hier verlangt ist. Und wenn wir das machen, dann haben wir genau diese Darstellung, so eine Darstellung. Das haben wir nämlich einen Kegel und die beschreibt eben die Situation an einer Ecke. Das genau das hier ist, das ist die Ecke und diese Vektoren hier, die entsprechen genau den Richtungsvektoren, wo die Kanten entlang gehen. Und dann kann ich genau das machen. Ich kann sagen, ich starte bei dieser Ecke und jetzt lasse ich das x5 langsam mal loslaufen, setze das auf was ganz klitzekleines und dann bin ich hier die eine Kante ein Stück weit entlang gegangen und bin dann da zum Beispiel. Und naja, dann, wenn das funktioniert hat, setze ich das auf was Größeres, Größeres, Größeres und dann kann ich mich fragen, wie weit kann ich denn da gehen entlang dieser Kante? Und das ist sehr leicht zu beantworten. Wenn man sich die Einträge hier anschaut, hier stehen ja Zahlen drin und hier stehen auch Zahlen drin. Und diese Zahlen hier, die entsprechen den Koordinaten x1 bis x4. In dem Beispiel, das wir hatten, x1 bis x4. Und hier unten steht 0 und 0. Das entspricht dem x5 und dem x6. Das ist hier 1, 0 und da ist 0, 1. So. Und ich kann das x5
positiv machen, so lange wie, wenn ich das hier 0 setze, das x6, dann spielt das nicht mit, so lange wie in der Summe dann hier wieder ein Vektor rauskommt, der nur nicht negative Koeffizienten enthält. Ja, das kann ich aber leicht überprüfen, weil das ist ja jeweils, da muss ich nur gucken, wann werden die 0? Das ist genau das, was wir hier gemacht haben das letzte Mal. Wenn man hier sagt, diese 6er hier ist eine Position, an der stehen wir gerade. Und jetzt kann ich x5 mal minus 3 da drauf addieren. Ja, aber da sollte das x5 besser nicht größer sein als 2, ansonsten würde das x1 negativ und dann bin ich nicht mehr im Polytop. Okay, also ist das x5 durch 2 beschränkt. Und dann kann ich es mit der zweiten und mit der dritten und mit der vierten Koordinate auch überprüfen. Und da stellt sich dann raus, 2 ist für die anderen Koordinaten noch nicht gefährlich, kann ich also lassen. Und dann ist 2 die Beschränkung, bei der ich dann zu der nächsten Ecke stoße. Das heißt, ich bin hier in die Richtung gegangen. Und hier x5 gleich 2, dann bin ich hier bei der Ecke und dann muss ich dann wieder stehen bleiben. Und dann würde ich es gerne genauso weitermachen, dieses Verfahren wieder anwenden. Und dann dafür ist aber dann blöd, dass hier diese Darstellung hier das x5 und das x6 hat. Denn wenn jetzt hier oben im 1er der Nuller steht, der vorher unten gestanden hat, also hier stehen x5 und x6, das sind die Nullen. Das heißt, x5 und x6, das sind die, die frei sind, die ich größer machen kann, aber nicht mehr kleiner. Das bedeutet es, an einer Ecke zu stehen. Und wenn ich jetzt hier bin, ja, also wenn ich jetzt hier x5 gleich 2 gesetzt habe und das auf 0, dann habe ich hier die neue Ecke, die dadurch charakterisiert ist, dass das x1 0 hat, den kleinstmöglichen Wert, und das x6 0. Also das ist die neue Ecke. Und dann ist die Frage, was gehen denn da für Kanten ab? Und das kann man antworten, das kann man beantworten, indem man sowas Ähnliches wie eine Treppennormalform berechnet. Treppennormalform ist ja das, was wir hier verwendet haben, oder hier war es schon gegeben, aber jedenfalls der Treppennormalform ist das, aus dem kriegen wir diese Darstellung mit x5 und x6. Und die Tatsache, dass hier diese Koordinaten hier x1, 2, 3 und 4 entsprechen, das kommt daher, weil diese Spalten hier, denn x1, 2, 3 und 4 entsprechen, und das ist x5 und x6. Ja, und das hat halt eben in der ersten Komponente das, in der zweiten das, in der dritten das und in der vierten das. Jetzt würden wir das gerne anders machen. Also können wir so machen, dass wir hier die fünfte Spalte zu einem Einheitsvektor machen. Wir sind bereit, diesen Einheitsvektor hier zu opfern und machen stattdessen diesen Einheitsvektor, der dann hier frei wird, machen wir den hier hin. Also das kann man machen mit Gauss-Elimination. Teilen wir das da durch 3 und dann machen wir minus 3-fache das da drauf und dann wird das alles wegeliminiert. Dann kriegen Sie hier da den Einheitsvektor hin. Und das hier ist jetzt keine Treppennormalform. Aber sowas Ähnliches. Es ist irgendwie genauso gut, wenn man sich überlegt, wie man aus der dritten Normalform die Darstellung der Lösungsmenge kriegt. Dann stellt man fest, aus der Darstellung kriegt man das auch. Man muss nur aufpassen, dass man keinen Fehler macht. Um das noch deutlicher zu sehen, könnte man sagen, wir vertauschen nochmal die Spalten. Wenn wir diese Spalten hier vertauschen würden, dann würden Sie zustimmen, dass das, was da entsteht, wieder eine Treppennormalform ist. Nun wissen wir dürfen keine Spalten vertauschen, wenn wir Gleichungssysteme lösen, wir dürfen nur Zeilen vertauschen. Warum ist das eigentlich so? Wir dürfen Zeilen vertauschen, weil die Zeilen entsprechenden Gleichungen des Gleichungssystems, die sind alle miteinander verundet und ist kommutativ. Das heißt, wenn ich Zeilen vertausche, dann vertausche ich einfach nur die Gleichungen, die miteinander verundet sind. Ja, aber die sind sollen eh alle wahr sein und es spielt keine Rolle, in welcher Reihenfolge die wahr sind, die sind einfach alle wahr. Deshalb darf ich Zeilen vertauschen. Und warum darf ich keine Spalten vertauschen? Weil die Spalten in einem Gleichungssystem die entsprechenden Variablen, x1, x2, x3, x4, x5, und die Variablen, die geben an, in welche Position die Zahlen in dem Lösungsvektor stehen.
Trotzdem ist ja eine Variable nicht besser als eine andere. Ich könnte eine andere Variablenreihenfolge wählen. Ich könnte sagen, ich löse das jetzt nicht mit x1, x2, x3, x4, sondern ich löse es mit x5, x2, x3, x4, x1. Dann habe ich die Spalten vertauscht. Das entspricht einer Vertauschung der Spalten. Ich darf also tatsächlich Spalten vertauschen in einem Gleichungssystem, sofern ich mir merke, was ich da gemacht habe. Sofern ich mir merke, dass ich die vertauscht habe. Und das spiegelt sich dann hier wieder, weil ich die Einträge in den Lösungsvektoren dann entsprechend permutieren muss. Also hier sehen wir zum Beispiel dieser Vektor hier, der von der inhomogenen Seite hier kommt, von der rechten Seite des Gleichungssystems, der gibt die neue Ecke. Und jetzt sehen wir hier, der Einser hier und der Einser sagt, dass die 31 an der zweiten Stelle steht. Der Einser sagt, dass die 40 an der dritten Stelle steht und der sagt, dass die 5 an der Stelle steht. Soweit war das noch wie vorher. Das liegt aber auch daran, dass die hier auch vorher schon da standen. Und jetzt wird es interessant. Der Einser hier sagt, dass der Zweier hier da an der fünften Stelle steht. So. Und vorne bei 1 und bei 0, das sind da, wo diese... wo nicht normalisiert ist, dieser Vektor hier, der der ersten Position entspricht, der gibt an, dass da ein Nuller steht. Und der Vektor hier, der gibt an, dass da ein Nuller steht. Der entspricht dem x6 und der hier entspricht dem x1. Und dann kommt also hier, aus dem kann ich jetzt auch wieder durch, wenn ich es richtig mache, ich habe es dann falsch, ich hatte einen Vorzeichenfehler da drin, aber wenn ich es richtig mache, wird dieser Vektor hier zu dem Kantenrichtungsvektor mit dem Parameter x1 und der hier kommt daher. Also der hier wird zu diesem Kantenrichtungsvektor. Und dann habe ich wieder so eine Darstellung, genau wie vorher. Und jetzt kann ich wieder sagen, okay, ich bin an dieser Ecke, das ist meine Ecke, und hier gehen zwei Kanten ab, eine in die Richtung und eine in die Richtung, in welche mag ich gehen? Und dann kann ich mir eine aussuchen und kann wieder in die Richtung gehen. So gucken, wie weit kann ich gehen, bis dass ich wieder rausfalle. Da ist die nächste Ecke. Und wenn ich die nächste Ecke habe, dann weiß ich, an welcher Stelle hier ist eine 0 entstanden. Vielleicht zum Beispiel bei dem 40er oder bei dem 5er. Und dann kann ich mit Gauss-Elimination dann wieder eine geeignete Darstellung derselben Lösungsmenge finden, die den Kegel an der Stelle des Polytops beschreibt. Okay? Wenn man das mal verstanden hat, was da passiert, dann kann man das auch anders aufschreiben, ein bisschen bequemer oder ein bisschen kompakter zumindest, denn Sie können ja immer die TNF so arrangieren, dass Sie links eine Einheitsmatrix haben. Also hier eine Einheitsmatrix. Achso, das ist deshalb, weil wir hier auch noch, habe ich vergessen noch dazu zu sagen, auch noch fordern wollen, dass, der Rang von A n sein soll und dass m größer gleich n, weil wir überflüssige Zeilen einfach löschen können und dann hat die Matrix vollen Rang, das heißt die TNF hat immer eine Einheitsmatrix auf der linken Seite und dann andere Vektoren im Rest. Also hier wäre das n 4 und das m wäre 6. Und das hier ist die zusätzliche, weil es in dem Moment ist, Gleichungssystem ist, zusätzliche Spalte. Okay, Sie müssen dann nur wissen, immer welchen Variablen entsprechen die Spalten. Und um sich das zu merken, ist es praktisch, dass man die, wenn man die oben drüber schreibt, wenn man die Variablen hier so oben drüber schreibt, über die Spalten, und dann kann man die einfach hin und her permutieren. Und permutiert das einfach mit. Hier habe ich die erste und die fünfte vertauscht und dann ganz normal Gauss gemacht, um das wieder die Einheitsmatrix dahin zu bringen. Und wenn aber immer links die Einheitsmatrix steht, dann brauche ich die natürlich nicht mehr hinzuschreiben, sondern ich brauche mir eigentlich nur zu merken, welchen Variablen entsprechen die Zeilen. Und das ist ja das, was die Einheitsmatrix hier sagt. Der sagt hier, die erste Komponente entspricht dem x5, die zweite dem x2, die dritte dem x3, die vierte dem x4.
Und da kann ich auch einfach die Variablen direkt an die Spalten schreiben und mir die Einheitsmatrix sparen. Dann sieht es so aus. Und die andere offene Frage, die wir noch hatten, war, okay, aber wenn ich jetzt an dieser Ecke bin, die von dem Vektor hier zusätzlich mit Abtu-Permutation und mit zusätzlich zwei Nullen an den Positionen, die 1 und 6 entsprechen, an dieser Ecke bin, in welche Richtung soll ich denn dann weiterlaufen? Ja, ich habe zwei Richtungen zur Auswahl. Entweder bin ich schon fertig, wenn es in beide Richtungen das C-Stern kleiner wird, oder es wird in eine Richtung größer, dann, naja, dann würde ich in die Richtung weiterlaufen. Aber woran merke ich das? Das ist eigentlich relativ einfach. Ich brauche nur das C-Stern auszuwerten an den Richtungsvektoren der Kanten. Das C-Stern ist ja linear. Das heißt, das C-Stern angewandt auf die Ecke, wo ich gerade bin, plus irgendein ein bisschen ein Epsilon mal so ein Kantenvektor, das ist ja gleich C-Stern von E, das ist der Wert, wo ich gerade bin, plus Epsilon mal C-Stern von K. Das heißt, die Frage ist das größer als 0? Wenn das größer als 0 ist, das Epsilon ist ja auf jeden Fall größer als 0, dann wäre das hier größer als der. Das heißt, dann ist das eine Kante, in die Richtung kann ich laufen. Wenn das kleiner als 0 ist, ja, dann wird das C in die Richtung kleiner. Dann brauche ich da nicht hinzulaufen, dann ist doof. Das heißt, die Frage ist, was ist das C-Stern für diese Vektoren? Ja, das kann ich mir doch noch so unten drunter schreiben. Da. Dann sehen wir hier, der Vektor hier, da ist das positiv, der Vektor, da ist das negativ. Das heißt, das ist eine Kante, da gibt es noch ein Optimierungspotenzial und hier gibt es keins mehr. Und ich kann dann zusätzlich auch noch hier für diesen Vektor hier ausrechnen, was das C-Stern ist, das entspricht dann dem hier. Und wenn ich dann fertig bin, dann würde hier unten das Maximum stehen. Und das hier ist der Vektor, also up to permutation und mit den Nullen ergänzt, die den Variablen hier entsprechen. Das ist dann das x, an dem das Maximum angenommen wird. Okay, also das ist eigentlich ein sehr interessanter Algorithmus. Und also wir haben jetzt besprochen, wie man von einer Kante zur anderen geht, von einer Ecke zur anderen entlang einer Kante. Und wir haben dann auch gesehen, wie man eine Kante auswählt, nämlich indem man hier einfach irgendein Positives wählt. Wenn man mehrere Positive zur Auswahl hat, will man dann vielleicht das Größte von denen wählen, weil es da am schnellsten in Richtung Maximum geht. Und vielleicht gibt es irgendwelche anderen Tricks, was Gescheites auszuwählen. Aber jedenfalls, wenn es was Positives gibt, dann sind wir noch nicht fertig. Wenn alle negativ sind, dann sind wir fertig. Und wenn 0 ist, ja, dann könnte es sein, dass wir fertig sind. Es könnte aber sein, dass wir noch gehen müssen, weil es bei der nächsten Ecke dann vielleicht wieder hochgeht. Also 0 ist nicht so gut. Die Frage, die jetzt noch offen ist, ist, wie findet man überhaupt die allererste Ecke, bei der man das Problem starten kann oder das Prozedere starten kann. Und wie haben wir das hier gemacht? Naja, hier hatten wir Glück bei der Lösungsmenge. Das hier war so eine Beschreibung von so einem Kegel in der Umgebung einer Ecke des Polytops, weil hier das E, dieser E-Vektor, der Eckvektor, tatsächlich nur nicht negative Koeffizienten enthält. Und das muss aber im Allgemeinen ja nicht sein. Wenn ich einfach nur irgendein Gleichungssystem nehme, ax gleich b, und löse das, dann kommt hier irgendein Vektor raus, der kann positive und auch negative Komponenten haben. Und wenn da auch negative dabei sind, dann ist doof. Wenn die alle positiv sind, oder zumindest nicht negativ, dann ist gut, dann habe ich eine Ecke gefunden, kann ich gleich starten. Wenn da negative dabei sind, na, dann müssen wir uns überlegen, was wir da machen. Das ist jetzt die letzte noch offene Frage. Was heißt das geometrisch? Das geometrisch ist das dann irgendwie sowas. Da hat man das Polytop. Man hat irgendwie hier so eine Phantomecke erwischt. In Wirklichkeit geht das Polytop hier. Und man hat irgendwie fälschlich übersehen, dass da noch eine
eine weitere Einschränkung ist oder vielleicht sogar noch mehrere. Aber in Wirklichkeit, ja, in Wirklichkeit geht das Polytop hierher und man hat aber dann den Punkt als Startpunkt da erwischt und der hat dann negative Einträge. Das ist doof. Aber da gibt es einen leichten Trick, eine überraschend leichte Methode, um eine Ecke aufzufinden, falls es eine gibt, wenn man noch überhaupt gar nichts weiß. Und der Trick ist so ähnlich wie der Trick oder die Tricks, die wir verwendet haben, die um von der Darstellung des Problems in die Darstellung des Problems zu gehen. Und zwar haben wir da zusätzliche Variablen eingeführt. Das ist was, was man vielleicht nicht so gerne macht, weil dann wird der Raum, in dem man arbeitet, höherdimensional und man kann sich es nicht mehr geometrisch vorstellen. Aber es hat hier gut funktioniert, die räumliche Vorstellung aufzugeben zugunsten von einer einfacher handhabbaren Darstellung des Problems. Und das machen wir dann jetzt nochmal. Und zwar ist ja so, wenn man sich vorstellt, man hat so ein Gleichungssystem ax gleich b und x ist irgendein Lösungsvektor, x1 bis xn, bei dem manche Komponenten größer als 0 sind und manche sind kleiner als 0, dann könnte ich ja den positiven und den negativen Teil von dem x trennen. Das könnte ich so machen, könnte ich sagen, ich löse nicht dieses Gleichungssystem, sondern ich löse ein Gleichungssystem, wo ich die Matrix da zweimal hinschreibe, einmal positiv und einmal negativ und xz, also den Vektor, Lösungsvektor auch verdopple. Ich verdopple die Zahl der Variablen, verdopple die Dimension des Raums, in dem das Ganze stattfindet. Und hier kann ich jetzt aber sehr einfach einen Lösungsvektor angeben, der nur nicht negative Koeffizienten hat, indem ich einfach die negativen, die positiven Komponenten von dem x, die lasse ich oben stehen. Die negativen ersetze ich durch 0 und unten, im unteren Teil des Vektors, nehme ich die negativen Komponenten mal minus 1, damit sie positiv werden, und die positiven ersetze ich durch 0. Und das funktioniert, weil wenn Sie das hier ausrechnen, dann kriegen Sie ja ax minus az, das ist a mal x minus z. Ja, und das heißt, wenn Sie diesen Vektor hier xz wählen als, ja, ich könnte es aufschreiben als max x1 0 bis max xn 0, das ist im oberen Teil, der hier diesem x entspricht, oh doof, Entschuldigung, dieses x ist ein anderes als das, nennen wir das hier in der y, ist auch doof. Nö, y geht eigentlich. Nehmen wir das y. So. Dieses y, das ist der obere Teil, der hiervon gebildet wird, und dann der untere Teil, dann nehme ich max von minus x1, 0, weil ich habe ja hier da schon ein Minus stehen, das heißt, da muss ich hier so nochmal eins hinmachen, damit die sich aufheben. Max minus xn, 0. Und dann der hier hat alle Komponenten sind größer gleich 0. Das heißt, hier habe ich tatsächlich eine Ecke gefunden. Also sofort durch hinschauen. Ich habe irgendeine Lösung genommen von dem hier und aus dem eine Ecke für dieses modifizierte Problem gemacht. Ja, nur aber das modifizierte Problem wollte ich ja gar nicht lösen. Ich wollte eigentlich ein anderes Problem lösen. Was war das Problem, was ich lösen wollte? Ich wollte eine Ecke für das ursprüngliche Problem finden. Na, eine Ecke für das ursprüngliche Problem ist ein Vektor, eine Lösung von diesem Problem hier, wo alle z 0 sind. Weil wenn alle z 0 sind, dann habe ich ein y, sodass a mal y gleich b ist und y hat nur nicht negative Koeffizienten. Das heißt, da kann ich jetzt auf dieses Problem optimiere. Das Funktional yz geht nach z1 plus 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 zm. Also nach minimal.
Wenn ich da ein Minimum finde, also die Zs sind natürlich alle größer gleich 0, das heißt, das ist ja auf jeden Fall größer gleich 0 und deshalb muss es mal auf jeden Fall ein Minimum geben. Das kann nicht sein, dass es unbeschränkt ist und ich da völlig runterfalle. Und dann kann ich dieses Minimum ausrechnen, weil ich habe hier eine Ecke, da ist ja eine Ecke, und ausgehend von der Ecke kann ich das Spiel spielen, das wir vorher diskutiert haben, und finde dann einen Punkt, YZ, wo die Zs eventuell alle, ja, wo die Zs so sind, dass deren Summe minimal ist. Wenn das Minimum so ist, dass es exakt 0 ist, dann habe ich eine Ecke für das ursprüngliche Problem gefunden und mit der kann ich dann das ursprüngliche Problem lösen. Wenn das Minimum größer als 0 ist, dann folgt daraus, dass das Polytop für das ursprüngliche Problem leer war. Dann weiß ich das auch. Und dann haben wir es. Dann haben wir das gelöst. Okay. Also, das war Optimierung. Da lässt sich jetzt noch sehr viel mehr dazu sagen. Bin ich vielleicht nicht der Richtige dafür, das dann näher drauf einzugehen, aber da gibt es ganz dicke Bücher, die sich mit diesem Algorithmus und seinen Varianten und Verfeinerungen befassen. Und Sie werden in weiterführenden Vorlesungen vermutlich dann noch mehr dazu hören. Aber jetzt haben Sie es einmal gesehen und man kann es ein bisschen einordnen. So, dann würde ich Ihnen jetzt als nächstes gerne etwas über Software erzählen. Software heißt, wir werden ja in freier Wildbahn später mal nicht Gleichungssysteme auf dem Zettel lösen, sondern Rechenarbeit delegieren wir typischerweise an einen Rechner, dafür ist er ja da. Und gerade für die lineare Algebra, aber auch für andere Teile, aber für lineare Algebra insbesondere, gibt es Software-Systeme, die die Dinge und die Algorithmen, die wir besprochen haben, enthalten und die man sofort anwenden kann. Ich möchte Ihnen zwei zeigen. Ich zeige Ihnen Mathematica und Sage. Das sind zwei Computer-Algebra-Systeme, die stellvertretend für viele andere stehen. Es gibt noch Maple zum Beispiel, da finden Sie im Skriptum was dazu. Aber es ist, reicht, glaube ich, wenn Sie diese zwei gesehen haben. Und ich gebe jetzt sicher nicht einen umfassenden Kurs über Mathematica, das würde auch viel zu lange dauern. Ich zeige Ihnen nur so ein bisschen, ja, wir spielen ein bisschen damit. Also das eine, was Sie machen können, ist, Sie können damit rechnen, das ist wie ein Taschenrechner. Sie geben da etwas ein, drücken auf Shift-Enter und es kommt ein Ergebnis raus. Sie können 1 plus 1 rechnen, kommt 2 raus. Es versucht dann ein bisschen intelligent zu sein und vorzuschlagen, was man dann als nächstes mit 2 machen kann. Das ist ein bisschen lästig, das kann man auch abstellen, glaube ich. Aber jedenfalls, der Unterschied zu einem Taschenrechner ist, dass Sie auch mit sehr großen Zahlen rechnen können. Zum Beispiel 99 hoch 99 ist jetzt kein großes Drama, das ist eine lange Zahl. Und wenn Sie das 99 hoch 99 nehmen, dann ist es eine noch größere Zahl. Und die rechnet er ganz klaglos aus und gibt Ihnen alle Digits, alle Ziffern davon. Sie können das dann auch numerisch ausrechnen und dann n heißt numerisch, das heißt approximativ, und dann sehen Sie, diese Zahl hier ist 4,3 mal 10 hoch, also etwas mit ungefähr 2000 Dezimalstellen. Sie können auch mit Bruchrechnung machen, also ein Drittel plus ein Neunzehntel, das würde er sofort ausrechnen und er kommt nicht auf die Idee, da Numerik zu betreiben, außer wenn Sie es explizit verlangen. Und gut, dann kriegt man es halt. Okay. Sie können auch nicht nur mit Zahlen rechnen, sondern auch mit Polynomen. Also wenn Sie zum Beispiel x sagen, dann ist es einfach x, ist eine Variable. Und können x plus 1 mal x plus 3 rechnen. Und das ist dann einfach x plus 1 mal x plus 3.
Das ist ein Polynom, also es ist ein Polynomausdruck. Und mit dem, da gibt es jetzt verschiedene Befehle, mit denen Sie das hantieren können. Zum Beispiel expand x plus 1 mal x plus 3. Das würde das ausmultiplizieren. Oder factor, das würde es dann wieder zusammenziehen. So, und so können Sie mit Polynomen rechnen. Mit Polynomen rechnen ist aber jetzt nicht unser Thema. Ich wollte es nur kurz angedeutet haben, damit Sie sehen, Sie können eben hier nicht nur mit Zahlen rechnen, sondern mit komplizierteren mathematischen Ausdrücken auch. Und was jetzt unser Thema ist, ist Vektoren und Matrizen. Darum ging es ja die ganze Zeit in der Vorlesung. Und in Mathematica können Sie Vektoren dadurch darstellen, also Sie können Listen, die Vektoren sind einfach Listen Ihrer Koordinaten. Und in Mathematica ist jetzt ein bisschen blöd, aber es ist halt so, Listen werden mit geschweiften Klammern geschrieben. Also 1, 2, 3, das wäre ein Vektor mit den Komponenten 1, 2 und 3. Und es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil es sieht aus wie eine Menge. Es ist aber nicht als Menge gemeint, denn für eine Menge wäre es ja relevant, wäre die Reihenfolge nicht relevant, aber hier sehen Sie, wenn man die beiden Dinge miteinander vergleicht, dann glaubt Mathematiker oder Mathematiker ist der Auffassung, es handelt sich um verschiedene Objekte. Und auch die Vielfachheit wird berücksichtigt. Das heißt, das, was hier in Mathematiker mit geschweiften Klammern geschrieben wird, ist tatsächlich eher ein Vektor, also ein Tupel, als eine Menge. Okay, also damit kann man Vektoren machen und die kann man auch zuweisen. Also mal v, das ist eine Variable. Ich nehme den Vektor 1, 3, 2 und nehme w, noch einen anderen Vektor, 5, 2. 5, 2, 7, so. 5 minus 2, 7 vielleicht so. Und jetzt kann ich damit auch wieder rechnen, kann ich sagen, was ist v? Okay, v ist das. Und ich kann sagen v plus w. Dann addiert ihr die koordinatenweise. Und ich kann auch sagen 2 mal v minus 4 mal w. Und dann habe ich eine Linearkombination gebildet. Kann ich also einfach genauso hinschreiben, wie ich es auf dem Papier auch tun würde. Ich kann hier sogar, das macht es noch ein bisschen näher zur Schreibweise im Papier, ich kann den Malstern weglassen und einfach sagen 2v minus 4w und dann kommt dieser Vektor raus. Dann haben wir Vektoren. Ich kann gucken, wie lang ist ein Vektor. Längs von v hat drei Komponenten. Und ich kann in einen Vektor reingreifen und sagen, was ist die zweite Komponente von v? Ist 3. Das ist, weil hier 3 steht. Okay? Dann haben wir Vektoren. Was ist mit Matrizen? Eine Matrix ist eine Liste von Listen, wobei zeilenweise vorgegangen wird. Das heißt, hier diese Matrix hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, diese Matrix A, die kann man sich dann auch mehr lesbar hinschreiben lassen, und zwar Matrixform. So, und dann sehen Sie, das, was ich hier hingeschrieben habe, diese Vektoren, durch die ich die Matrix spezifiziert habe, das sind die Zeilenvektoren von A. Also 1, 2, 3 hier oben entspricht dem 1, 2, 3 hier. 4, 5, 6 ist die zweite Zeile und so weiter. Okay, und jetzt kann ich, jetzt habe ich also eine Matrix und jetzt kann ich mit dieser Matrix rechnen. Ich kann Matrix Punkt bei V rechnen. Das ist die Matrix-Vektor-Multiplikation. Und dann kommt dieser Vektor raus. Ich kann auch den Vektor von der anderen Seite drauf addieren, drauf multiplizieren auf A und kommt natürlich was anderes raus. Oh, und, was kann ich noch machen? Ich kann einen anderen Vektor nehmen. Ich könnte zum Beispiel überprüfen, wir hatten diese Rechenregel, Matrix angewandt auf Summe von Vektoren ist das gleiche wie Matrix angewandt auf den einen Vektor plus Matrix angewandt auf den anderen Vektor. Und Mathematiker sagt, ja, zumindest für das A und das V und das W stimmt das. Hier haben Sie gesehen, hier habe ich ein Gleichheitszeichen mit drei Gleichheitszeichen verwendet.
Das ist, weil das mit einem Gleichheitszeichen, das wir hier oben haben, das ist die Zuweisung einer Programmiersprache. Wir haben links eine Variable und rechts einen Ausdruck und wollen die Variable links dem Ausdruck rechts zuweisen. Das ist das einfache Gleichheitszeichen. Und dann gibt es noch das Gleichheitszeichen mit zwei Gleichheitszeichen. Das ist, wenn Sie eine Gleichung hinschreiben wollen. Eine Gleichung ist auch ein Objekt in Mathematik. Zum Beispiel können Sie schreiben 5x plus 3 ist gleich 7. Und das ist dann nicht sofort wahr oder falsch, sondern das ist erst einmal nur eine Gleichung. Und die können Sie dann zum Beispiel lösen, indem Sie sagen solve 3 plus 5x gleich 7 nach x. Und dann kommt da eine Lösung raus, das ist 4 Fünftel. Und das Gleichheitszeichen mit 3 Gleichheitszeichen, das ist wirklich ein Vergleich, wo rechts und links verglichen wird und entweder sind die gleich, dann ist es true, oder sie sind nicht gleich, dann ist es false. Manchmal vereinfacht sich so eine Gleichung auch direkt zu false, zum Beispiel wenn ich frage 5 gleich 7, dann reicht das zweifache Gleichheitszeichen, weil das ist eine Gleichung, die unlösbar ist. Das kommt auf jeden Fall false raus. Und 4 gleich 4, ja, da kommt auch true raus. Und wenn Sie x gleich 4 haben, dann kommt erst einmal nichts raus. Okay, also weiter. Was kann ich noch machen mit der Matrix A? Ich kann sie transponieren. Das geht so. Und ich kann sie multiplizieren, zum Beispiel mit 5. Das geht so. Und was kann ich noch? Ich kann eine Matrix mit einer anderen Matrix multiplizieren. Nehmen wir noch eine andere Matrix her. 1, 5, 2. So. Und dann müssen Sie aufpassen, wenn Sie zwei Matrizen miteinander multiplizieren, so, dann, das ist nicht das, was Sie wollen. Wenn Sie, das ist doof, aber das ist so. Das ist komponentenweise Multiplikation. Das ist nicht die Matrix-Matrix-Multiplikation, wie wir sie definiert haben, sondern das ist die erste Komponente mit der ersten Komponente, die zweite mit der zweiten, die dritte mit der dritten. Das ist blöd. Das kann ich mit V übrigens auch machen. V und W. V und W. Dann habe ich hier 1 mal 5 minus 2 mal 3. Das braucht kein Mensch, diese Multiplikation, aber es gibt sie. Und blöderweise ist das, ja, das ist nicht das, was wir wollen. Wenn Sie die wirkliche, richtige Matrix-Multiplikation wollen, dann brauchen Sie den Punkt. Das ist der Punkt, den wir hier oben auch schon einmal gesehen haben. Dieser Punkt für die Matrix-Vektor-Multiplikation, das ist auch derselbe Punkt wie für die Matrix-Matrix-Multiplikation. Und das hier ist jetzt die richtige Matrix-Multiplikation. Sie können Matrizen natürlich auch addieren. Das geht einfach mit dem normalen Plus. Das ist eh komponentenweise erklärt. Was kann man noch? Ja, man kann einen Kern ausrechnen von einer Matrix, das geht so, Null Space A. Da kommt dann eine Basis raus für den Kern. Das ist das Beispiel, was wir ganz oft schon von Hand gerechnet haben. 1 minus 2, 1 haben wir auch immer rausgekriegt. Und Null Space von B, der ist leer, weil B vollen Rang hat. Den Rang können Sie auch rechnen, auch ausrechnen. Matrix Rank B geht so, 3, genau, Matrix Rank von A, das müsste dann 2 sein, genau. Sie können Matrizen invertieren, das geht mit Inverse B, das ist die Inverse, kann man gucken, wenn ich das nehme. Prozent ist immer der vorherige Output. Also wenn ich jetzt Prozent sage, dann meine ich damit den Output Nummer 47. Und wenn ich den mit B multipliziere, müsste die Einheitsmatrix rauskommen. Und so ist es. Das ist die Einheitsmatrix. Schreiben wir sie nochmal schön hin. Also so ist die Einheitsmatrix. Und wenn ich A invertiere, dann wird es krachen. Das geht nicht. Dann sagt er, das ist singulär. Singulär heißt nicht invertierbar. Und er sagt mir dann, ja, nee, das gebe ich dir so zurück, wie du es mir eingegeben hast. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Was haben wir noch? Lineare Gleichungssysteme können wir auch machen. Das geht so. Linear Solve. Sagen wir B und V. Das ist dieser Vektor hier. Das ist jetzt das X, das ich nehmen muss, sodass B mal
diesem Vektor gleich, diesem Vektor hier gleich v ist. Ist das gleich v? Ja. Wenn wir solve v, das geht jetzt wahrscheinlich schief, weil das a singulär ist. Genau, und dann gibt er mir eine Fehlermeldung, das hat keine Lösung. So, er rechnet immer über Q, außer wenn sie was anderes verlangen. Also der Körper ist hier immer Q. Und wenn wir einen anderen Körper haben wollen, dann müssen wir das dazu sagen. Und das können wir dazu sagen, indem wir eine Option angeben. Zum Beispiel Matrix, wie ist denn das? Ach, der Determinante geht auch. Das können wir sagen, die Determinante von B ist 144. Und ja, das heißt, wenn ich Null Space von B nehme, Modulus, das ist die Option. Und jetzt kann ich angeben, in welchem Körper will ich das rechnen. Ich könnte das rechnen, zum Beispiel Modulo 3. Und wenn ich es Modulo 3 rechne, dann müsste ein Null Space rauskommen, weil die Determinante Modulo 3 0 ist. Und tatsächlich, da ist eine Lösung. Oh, was könnte man noch? Integer, also 144, 12 Quadrat. Ja, da gibt es nicht so viele Möglichkeiten, 2 und 3. Ja, da gibt es einen Null Space. Okay, ich kann noch die Inverse, könnte ich auch noch bilden. Also das, was hier, oder das, ach nee, das kann ich nicht. Ja, ich könnte das Inverse von B modulo irgendeiner Primzahl bestimmen, die teilerfremd ist mit 12 oder mit 144 und zum Beispiel 17. So, dann habe ich jetzt hier eine Matrix, das ist die Inverse von B modulo 17. Kann ich gucken, wenn ich die jetzt mit B multipliziere, dann kommt nicht die Einheitsmatrix raus, sondern es kommt das hier raus. Und stimmt das? Naja, um das zu stimmen, um das zu überprüfen, kann ich sagen, ich nehme diese Einträge der Matrix jetzt einzeln modulo 17 und dann müsste die Einheitsmatrix rauskommen und so ist es. Okay, das heißt, hier hat er nicht gewusst, hier hat er wieder in Q gerechnet oder in Z in dem Fall, nicht gewusst, dass ich das mir modulo 17 vorstelle und dann kriege ich immer noch irgendwelche Repräsentanten der Äquivalenzklassen modulo 17 und mit Mod kann ich die dann wieder normalisieren auf den Standardrepräsentanten, der zwischen 0 und 17 liegt. Okay. Okay. Ja, lassen wir das Mathematiker mal kurz beiseite. Wir kommen dann gleich wieder darauf zurück. Zwischenzeitlich zeige ich Ihnen noch etwas zu Sage. Das ist auch sehr lustig. Also Mathematica ist ein kommerzielles System, das müssen Sie bezahlen. Und Sage unterscheidet sich davon, dass Sie nicht bezahlen müssen. Das ist ein offenes, frei verfügbares Computeralgebra-System, das von der wissenschaftlichen Gemeinschaft entwickelt wird und sich ein bisschen mehr an mathematische Profis richtet. Was Sie daran erkennen können, dass Sie nicht einfach also ein Mathematiker ist so, er rechnet mal grundsätzlich in Q und macht eine Annahme darüber, in welchem Körper Sie rechnen und Sie müssen dann über Optionen hier angeben, er soll es bitte anderswo rechnen. In Sage ist es ja natürlich auch so, dass wenn Sie 5 Siebtel angeben, dann wird er nicht lange fragen, was damit gemeint ist, sondern das wäre zu mühsam, wenn man das überall immer dazugeben müsste. Aber der Unterschied ist, dieses Objekt hier weiß, wo es lebt. Also jedes Objekt in Sage ist ein Element, also das ist zum Beispiel ein Körperelement oder ein Vektorraumelement, oder es ist ein Parent, also eine Domain, eine Menge von mathematischen
Objekten, die irgendwie zusammengehören. Und jedes Element hat einen Parent. Das heißt, jedes mathematische Objekt lebt in einem bestimmten Universum und es weiß, in welchem Universum es lebt. Und ich kann das fragen, was ist denn dein Parent? 5 Siebtel. Und er sagt, 5 Siebtel, ich lebe in Q. Okay? Und ich könnte dann jetzt einen anderen Parent definieren. Ich könnte sagen, ich sage mal, K ist der Körper mit so vielen Elementen. Und jetzt kann ich die 5, die von Haus aus erstmal ein Integer ist, in diesen K konvertieren. Und der sieht jetzt immer noch aus wie 5. Und wenn ich den aber jetzt frage, Parent, wo lebst du? Dann weiß der das noch, dass der zwar von außen genauso aussieht wie der hier, aber das ist ein anderer Fünfer, das ist die Äquivalenzklasse 5. Und wenn ich den jetzt nehme und nehme ihn zum Beispiel 1 durch den, dann kommt 18.003 raus, weil das ist das Inverse von 5 modulo 45.007. Das heißt, Parent, der weiß das immer noch, dass er nicht ein Integer ist, auch wenn er so ausgedrückt wird, sondern der ist ein Element eines endlichen Körpers. Also das ist ein fundamentaler Unterschied. Die Objekte in Sage wissen, wo sie mathematisch hingehören. Die Objekte in Mathematiker wissen das nicht. Die Objekte in Mathematiker sind einfach nur Ausdrücke und die können, je nachdem, mit welchem Kommando ich sie bearbeite, dieses oder jenes bedeuten. Okay? Also das hier ist ein bisschen advanceder, macht aber nichts. Ich kann damit jetzt trotzdem lineare Algebra machen. Vektor. Ich könnte zum Beispiel sagen Vektor Q und dann gebe ich 1, 2, 3 ein. Und dann habe ich hier einen Vektor 1, 2, 3, dann kann ich auch wieder fragen, Parent, wo lebst du? Und der sagt, ich bin nicht einfach nur eine Liste von 3 Elementen, sondern ich bin ein Element eines Vektorraums der Dimension 3 über dem Körper der rationalen Zahlen. Das weiß der. Oh, okay, nehmen wir noch ein anderes. Vektor, anderes Element. -3, so. So, und dann kann ich jetzt dann wieder Linearkombinationen bilden, wenn ich so sage. 2 mal v minus 7 mal w, kommt also auch wieder ein Vektor raus. Und ich könnte auf Komponenten zugreifen, die dann von 0 weg adressiert werden. Also das hier ist die nullte Komponente, die erste und die zweite. In Mathematiker wird von 1 weggezählt, in Sage von 0 weg. Und dann brauchen wir noch Matrizen. Machen wir also eine Matrix, das geht so, Matrix, muss ich auch wieder sagen, was soll der Grundkörper sein? Und dann gebe ich an, wieder die Liste der Einträge. Und dann kann ich sie wieder fragen, wo lebst du? Das wissen wir natürlich, weil haben sie ja selbst angelegt. Na gut, und jetzt kann ich Matrix-Vektor-Multiplikation machen. Auch wieder von beiden Seiten. Der weiß das auch, wie das geht. Dann nehmen wir noch eine andere Matrix, B dazu. 5, 3, 2, 3, 5, 4, minus 8, 7, 8. B ist diese Matrix, A ist diese Matrix. Und jetzt könnten wir A mal B machen. Kommt die Matrix raus, oder B mal A ist die Matrix. Reihenfolge spielt natürlich eine Rolle. Ich kann auch A hoch 5 machen. Das ist auch was, da müssen Sie in Mathematiker aufpassen. Wenn Sie A hoch 5 nehmen, dann nimmt er wieder jeden einzelnen Eintrag hoch 5. Wenn Sie wirklich hier, also das ist Blödsinn. Wenn Sie wirklich eine Matrix potenzieren wollen in Mathematiker, müssen Sie sagen Matrix Power A5. Und dann kommt das raus, was hier auch rausgekommen ist. B hoch 5. Ja, und invers kann ich einfach hoch minus 1 nehmen. Das geht hier nicht und dann kriegen Sie eine ordentliche Fehlermeldung. Das liegt daran, dass diese Matrix nicht invertierbar ist. Bei B werden wir wahrscheinlich mehr Glück haben. Die ist invertierbar und das ist die Inverse. Transponieren können Sie auch. Und da ist jetzt so, das ist ein bisschen objektorientiert. Vielleicht haben Sie es schon mal gesehen. Da
ist es so, dass die auch nicht nur wissen, die Objekte, wo sie hingehören, sondern auch die Funktionen hängen an den Objekten dran. Also ich sage nicht transpose A, weil dann wäre transpose irgendwie eine Funktion, die könnte alles mögliche als Input nehmen, so wie parent. Das ist aber nicht so, sondern ich kann nur Matrizen transponieren und drum muss ich das transpose so hinten dran klemmen als Funktionsaufruf. A, B, transpose ist das. Okay, auf Einträge können Sie auch zugreifen, so zum Beispiel. Und ja, was brauchen wir noch? Wir müssen den Kern berechnen. Da gibt es den Rechtskern und den Linkskern, Right Kernel. Das ist dann, das Ergebnis ist jetzt nicht einfach nur ein Vektor oder nicht einfach nur eine Liste von Vektoren, sondern das Ergebnis ist ein Vektorraum. Und zwar hier ein Vektorraum der Dimension, ja, auf der umgebenden Dimension 3, von selbst Dimension 1, aber es ist ein Untervektorraum eines dreidimensionalen Raums. Und das ist die Basismatrix. Die hat eine Zeile und drei Spalten. Okay. Da könnten wir jetzt schon sagen, was ist davon die Basis? Das ist jetzt eine Liste von Vektoren. Dann könnte ich sagen, V ist gleich von dem der Nullte. V ist dann der. Und dann kann ich gucken, ist das wirklich der Nullvektor? Ja. Okay. Den Rang können Sie so ausrechnen. Und verschiedene andere Dinge, da gibt es halt für alles, was wir besprochen haben und für vieles weitere gibt es Funktionen. Die brauchen wir nicht alle im Einzelnen vorzuführen. Es reicht, dass Sie ein bisschen ein Gefühl für die Syntax bekommen und für wie sich das anfühlt. Machen wir das nochmal mit einem anderen Körper. Nehmen wir an, wieder den Körper mit 45.007 Elementen. Und wir nehmen 5, 3, 2, 4. 5, so irgendwas, A, und wenn ich jetzt, das ist jetzt das, man ein bisschen sieht, wo das was bringt, ich brauche jetzt wieder nur A hoch minus 1 zu sagen und er weiß, dass das was anderes ist, als wenn ich das hier in Q invertieren will. Ja, also man sieht es hier jetzt nur andeutungshaft, aber es ist beim Programmieren sehr von Vorteil, wenn man hier einfach nur hoch minus 1 schreiben muss und es sich aus dem Kontext ergibt, was da gemeint ist und eher aus dem Kontext, weil das A weiß, wo es lebt, weiß Sage, was das hoch minus 1 zu bedeuten hat. Das ist anders als in Mathematiker, weil in Mathematiker hätten wir hier einfach nur eine Liste von Zahlen. Die können verschiedene Dinge bedeuten und Sie müssen beim Invertieren dazu sagen, wie Sie es gerne interpretieren wollen. Das wissen Sie aber ja beim Programmieren eventuell gar nicht, weil das ist vielleicht eine Entscheidung, die der User trifft. Der ist noch gar nicht da, wenn Sie programmieren. Der kommt später erst ins Bild. Also das ist ein Vorteil. Andererseits hat es natürlich auch Nachteile. Wie alles in der Welt gibt es Vorteile und Nachteile. Auch noch ein Kern. Einer von dem nicht. Ja, der wird leer sein. Ja, genau. Na gut. So, also da haben Sie jetzt gesehen, Sage und Mathematiker als zwei Beispiele für Computeralgebra-Systeme, mit denen Sie unter anderem lineare Algebra machen können, aber auch viele andere Dinge in der höheren Mathematik. Jetzt haben wir noch eine halbe Stunde Zeit. Und da möchte ich Ihnen jetzt noch ein bisschen was zeigen, und zwar, dass Sie diese Systeme auch zum Programmieren verwenden können. Nicht nur so als Taschenrechner, wo Sie einfach eine Matrix reingeben und es kommt dann das Ergebnis raus und irgendwer hat das für Sie programmiert, sondern wenn es das nicht schon gäbe, könnten wir es selbst programmieren. Und das möchte ich Ihnen jetzt zeigen in Mathematica. Und ich nehme dafür nicht dieses grafische User-Interface von Mathematica, und das ist mir zu kompliziert. Ich nehme hier das Text-User-Interface, das ist wieder genau das gleiche Mathematica wie vorher, da kann ich 5 plus 7 sagen. Es ist nur so, dass ich hier mich besser bewegen kann.
So, und jetzt haben wir hier ein Programmfile, eine Programmdatei, und ich möchte jetzt mit Ihnen den Gauss-Algorithmus programmieren in Mathematica. Also eine Funktion TNF, die nimmt eine Matrix als Input und ja, die soll als Output die TNF von M liefern. So, Computes TNF auf M. Given Matrix M. So. So, mal schauen, ob mir das gelingt. Ja, ich werde jetzt nicht jedes einzelne Komma erklären. Es soll ja nicht in erster Linie darum gehen, Ihnen Programmieren und Mathematiker beizubringen. Die Message soll eher sein, das ist alles nicht so kompliziert. Also wir hatten eigentlich nur einen komplizierten Algorithmus, das ist eben der, den ich Ihnen jetzt programmiere, und was ich Ihnen zeigen will, ist, der lässt sich ohne allzu großen Aufwand programmieren. Das ist ein. Und das andere, was wir dann danach sehen, wenn wir so weit noch kommen, ist, wenn man den mal programmiert hat, dann ist alles andere ein Zweizeiler. Okay. So, was ich jetzt nicht erkläre, ist, wie Funktionen in Mathematica geschrieben werden. Und wie das mit Aufruf und funktioniert und wie es im Unterschritt ist, das müssten Sie sich dann, wenn es Sie interessiert, in einem Programmiertutorial für Mathematiker anschauen. Was uns interessiert, ist, wie der Gauss-Algorithmus funktioniert. Und wie war denn das nochmal? Also ich gehe von links nach rechts durch die Matrix und dann mache ich irgendwas. Das heißt, wir könnten mal sagen, du, das ist eine Schleife, und ich nehme C für Column. Vielleicht machen wir noch N und M, damit ich weiß, wie groß die Matrix ist. N, M ist gleich Dimensions M oder A. Und dann ist N gleich die Zahl der Zeilen, M gleich die Zahl der Spalten. Okay, und jetzt gehe ich hier die Spalten durch. Oh, und dann, wie war das? Jetzt musste man Suche Pivot in aktueller Spalte. Ich brauche jetzt noch einen Counter, der mir sagt, wie viele Zeilen ich schon abgearbeitet habe oder was die nächste noch nicht abgearbeitete Zeile ist. Dann haben wir, den nennen wir R für Row. Und dann muss ich sagen, oh, und das P, dann nehmen wir das Pivot rein. P ist gleich 0. Und dann gehen wir jetzt durch die restlichen Zeilen. Dann haben wir I von R bis N. Und falls, was müssen wir testen? Es ist uns eigentlich egal, was das Pivot ist, solange es nicht 0 ist. Also testen wir, if A I C ist ungleich 0, dann setze P gleich I, und dann können wir auch stoppen, und dann breche ich diese Schleife hier ab. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, entweder es ist alles 0 gewesen, dann wird das P nach wie vor 0 sein, oder es ist irgendwas nicht 0 gewesen, ja, dann habe ich da jetzt ein geeignetes Pivot. Also machen wir eine Abfrage, falls das P nicht 0 ist, und falls es P doch 0 ist, ne, dann ist die Spalte eh schon fertig. Dann ist in der Spalte lauter 0, und dann gehen wir gleich zur nächsten Spalte. Und jetzt, was müssen wir jetzt machen? Jetzt müssen wir die Zeile mit dem Pivot geben wir an die erste Position. Also wir vertauschen tausche erste und pte Spalte. Das, Entschuldigung, Zeile. Das brauchen wir natürlich nur machen, wenn R nicht gleich schon P ist, also falls P ungleich R ist, würden wir sagen, oh, und das kann ich jetzt im Mathematiker so sagen, die R-te und die P-te Spalte sollen ersetzt werden durch die P-te und die R-te Spalte. So.
Und jetzt eliminiere. Ja, wie mache ich das? Ah ja, vielleicht. Ja. Dividiere vielleicht noch durch das Bibo. Sagen wir A. Also jetzt ist das Pivot an der Stelle RC. Okay, dann würden wir sagen, ich nehme die R-te Spalte und dividiere die durch was in der R-ten Spalte und in die R-te Zeile in der C-ten Spalte steht. Und jetzt eliminiere. Okay, dann müssen wir jetzt wieder durchgehen, alle Zeilen von R plus 1 bis unten, bis N. So, ja, das jetzt dann ein kritischer Moment. Da muss man ein bisschen überlegen, wie das geht. Wie war das? Also da hatten wir A, R, C und hier haben wir dann R, J und hier haben wir dann A, I, C und hier haben wir A, I, J. So, und was wir da machen, der war schon 1. Und wir müssen dann hier das minus A, I, C-fache da drauf addieren, damit da an der Stelle ein Nuller entsteht. Okay? Das heißt, wir nehmen die I-te Zeile als Ganze und sagen, wir nehmen die, so wie sie ist, minus das A, I, C-fache von der R-ten Zeile. Okay. Und das war's schon. Fertig. Schauen wir mal, ob es funktioniert. TNF. Also das ist jetzt noch nicht die Treppennormalform, sondern erst die Treppenform. Aber schauen wir mal. Achso, ich muss das Ergebnis noch zurückliefern. Okay. Das hat nicht funktioniert. Macht nichts. Haben wir irgendwas falsch gemacht. Jetzt müssen wir einen Fehler suchen. Ah ja. Ich muss das R um 1 erhöhen. Wenn ich fertig eliminiert habe, weil muss ich registrieren, dass diese Zeile jetzt erledigt ist. Okay. Oh, das sieht schon nicht so schlecht aus. Okay, Sie sehen dann, das ist eine Treppenform. Das haben wir schon hingekriegt. Und ja, dann machen wir jetzt eine Treppennormalform daraus. So, wie ging das? Da haben wir gesagt, wir gehen von unten nach oben. Wenn wir von unten nach oben gehen, wir gehen von unten nach oben, schauen, wo die Treppenstufen stehen und eliminieren dann nach oben. Okay, also sagen wir, wir gehen R von N nach 1 und dann in umgekehrter Reihenfolge. Das heißt, hier ist das ist die Schrittweite. So, und hier würde ich sagen, suche Stufe. Dann nehmen wir das P, dann brauchen wir eine neue Variable, P gleich 0, do if A R P ist ungleich 0, setze halt P gleich I break. So. Und dann I von 1 bis M. Okay, also der geht in der Matrix von, in der R-ten Zeile, in der wir gerade sind, geht er von links nach rechts bis zum ersten Mal, wo er irgendwas nicht Nulles trifft. Eventuell fällt er hinten raus, weil das eine Nullzeile ist. Das müssen wir dann noch abfangen. Aber wenn er was findet, dann ist das P. Okay, also if P
ungleich 0. Falls das p gleich 0 ist, dann war es eine Nullzeile. Wenn das p ungleich 0 ist, dann eliminiere mit r der Zeile alle oberen darüber liegenden Zeilen. Okay. Also, da müssen wir also durchgehen. Von i, von, das ist jetzt egal, ob ich hoch oder runter, vorwärts oder rückwärts gehe, ich muss auf jeden Fall bis r-1 gehen. Und sagen, die ite Zeile soll ersetzt werden, genau wie vorher, durch die ite Zeile minus a i p mal ja, mal a r. Wir wissen schon, dass an den Treppenstufen Nullen stehen, war das hier so? Ja, das haben wir vorher schon gemacht. Da stehen Einsen, Nullen habe ich gesagt, Einsen habe ich gemeint. Es ist nicht einfach gleichzeitig zu reden und zu programmieren. Okay, das müsste es schon sein. Schauen wir mal. Ja, also da sehen wir hier. Das haben wir den Zweier da oben haben wir wegeliminiert. Okay? Nehmen wir eine größere Matrix. Nochmal m gleich table random integer 10 von 1 bis 5 von 1 bis 7. So. Matrix Form. So. Also das ist jetzt unsere Matrix und ich habe extra eine Matrix genommen, die mehr Spalten als Zeilen hat, weil dann weiß ich, es muss rechts irgendwas übrig bleiben. Machen wir also ja, machen wir TNF von M. So sieht's aus. So. Jetzt können wir gucken, Row Reduce, das ist der vorgegebene Befehl in Mathematica, liefert der dasselbe? Hoffentlich tut er das. Ja. Tut dasselbe. Okay, jetzt haben wir es nicht sehr ausgiebig getestet, aber doch immerhin. Vielleicht wollen wir es noch mal testen mit was zwischendrin irgendwo eine Treppenstufe hat. Das könnten wir so machen. Wir sagen m ist gleich. Ich nehme mal eine random integer. 5 vielleicht. So, und ich nehme also eine Zufallsmatrix, die soll das verwirbeln und die TNF soll das dann wieder entwirbeln. Und ich gebe hier dann an, was die Treppennormalform sein soll. Nehmen wir 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, oder 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Dann nehmen wir was Kleineres, 4 reicht auch. Hier kann ich an der Stelle irgendwas anderes machen. So. 0, 0, 0, 1, 0, 0. Und dann kann ich hier halt. Nee, da kann ich ja drei. So. Und dann vielleicht 0, 0, 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, genau. Also nehmen wir mal hier einfach nur diese Matrix selbst her. M, Matrix von. Okay. Also das wäre eine Treppenform. Ich kann jetzt hier noch ein bisschen was verschönern, damit es ein bisschen lustiger aussieht. So. Also das ist eine Treppenform. Und wenn ich von der jetzt die TNF berechne, dann passiert natürlich gar nichts. Und das ist klar. Aber wenn ich da jetzt noch eine invertierbare Matrix vorne dran multipliziere, um das zu verhässlichen,
Dann schauen wir mal, TNF, ob da wieder das Richtige rauskommt. Ja. Okay. Also jetzt glaube ich, dass es funktioniert. Fertig. Also da haben wir in 10 Minuten oder so den Gauss-Algorithmus programmiert. Jetzt alles andere ist Kinderspiel. Na, noch nicht ganz. Also den Kern müssen wir uns vielleicht noch überlegen. Aber dann ist alles weiter. Wie ging das mit dem Kern? Module? Also da müssen wir jetzt sagen, okay, ich nehme erst einmal T. T ist die TNF von M. Das ist einfach. Und jetzt müssen wir diesen Schmäh mit den -1-Zeilen machen. Wie können wir das machen? Ja, das ist ein bisschen fitzelig. Ja, geht aber. Dann nehmen wir wieder die Größe von dem Ding hier. M ist Dimensions M. So. Und I von 1 bis M. Da würde ich jetzt sagen, if T II ist 0, dann bin ich in einer, also ich gehe irgendwie die Diagonale entlang und gucke, wo die ganzen Treppenstufen sind. Wenn da eine 1 ist, ist gut. Wenn da plötzlich eine 0 kommt, dann heißt das, ich bin bei einer Zeile, wo eine -1-Zeile eingefügt werden muss, damit auf der Diagonalen lauter Plus nur -1 stehen. Okay, also dann hier füge -1-Zeile ein. Und ansonsten mache ich einfach weiter. So, wie füge ich da jetzt eine -1-Zeile ein? Kann ich so machen. T ist Insert. Das muss ich mir überlegen. Wie geht das? Also Insert 1, 2, 3, 5, 2. Okay. Also das hier sagt, ich gebe hier eine Liste und gebe dieses Objekt hier in der Liste so ein, dass es anschließend an der zweiten Stelle steht. Genau. Also Insert hier und dann hier die -1-Zeile, muss ich mir noch produzieren und dann hier I. Und dann merke ich mir noch IDX, dass das so eine Zeile war. Hier. Append to IDXI. So, jetzt muss ich hier noch so eine, das kann ich so machen, Identity Matrix, M, I, das wäre der ite Einheitsvektor. So, und jetzt habe ich am Ende, wenn das so funktioniert, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe, habe ich am Ende eine quadratische Matrix, die ist M kreuz N. Oh, nein, nein, nein. Ich muss noch die Nullzeilen löschen. Das kann ich so machen. Dann habe ich eine quadratische Matrix, wo ich -1-Zeilen eingefügt habe, eventuell an bestimmten Stellen. Und okay. Und dann war's. Und jetzt muss ich die entsprechenden Spalten rausnehmen, wo die -1 stehen. Okay? Also eine Matrix im Mathematiker ist immer eine Liste von Zeilen. Wenn ich jetzt Spalten haben will, dann kann ich die Matrix transponieren und dann werden aus den Spalten die Zeilen. Machen wir mal T gleich transpose. Okay. Und jetzt return, und jetzt kann ich zurückgeben eine Liste, Table, die die ganzen aufgesammelten Indizes durchgeht, IIDX, und dann von diesen Indizes die entsprechenden Zeilen aus der transponierten Matrix zurückgibt. Okay, mal schauen, ob das geht. Das geht nicht. Also machen wir das vielleicht. Also if. Also was ist da jetzt passiert?
Ich hab rechteckige Matrix gehabt, nachdem ich die Nullzeile unten aus der TNF rausgespalten habe. Und dann kann er die letzte Minus-1-Zeile dann nicht ergänzen, weil er hier nicht reingreifen kann. Also dann sagen wir, if i ist größer gleich... Ja, machen wir das Delete Cases vielleicht nachher. If i größer gleich n oder... Und dann mache ich Delete. Mal schauen, ob das reicht. Da ist er. Das war ja nicht so schwer. Ja, und dann M, ob das geht. M, das war die Matrix von vorher. Wenn ich da Null Space sage, M, kommt was anderes raus. Warum ist das? Das hier hat nicht so funktioniert. Naja, warum kommen da 3 raus? Achso, es hieß kürzer als F. Lass uns das mal ausgeben hier und T, was er da macht. Also da hat er hier minus 1 Zeile eingefügt, das stimmt. Da nicht, da nicht, da wieder und jetzt da nochmal. Warum? Ah. Naja, die hat er nicht erkannt. Ja, okay, das mit dem, das hier stimmt nicht ganz. Okay. Ja, machen wir es großzügig, um es schnell zu machen. Nochmal T ist Join T 0 mal Identity Matrix M. Ich mache einfach ganz viele Nullzeilen, so viele Nullzeilen, wie auf jeden Fall genug sind, damit ich dann nie unten reingreifen muss oder nicht an der Matrix vorbeigreife und die Nullzeilen werden eh später wieder gelöscht. Jetzt geht's. Okay, es kommt genau das gleiche raus wie in wie Mathematica hier oben rausgekommen hat. Nur es ist eine andere Matrix, eine andere Basis, aber fast die gleiche. Es ist das minus 1-fache von dem Vektor, das minus 1-fache von dem Vektor. Okay, also weniger als 50 Zeilen Code für TNF und Kern. Und jetzt fängt es dann an, Spaß zu machen. Wenn Sie zum Beispiel den Co-Kern wissen wollen von der Matrix, dann brauchen Sie einfach nur zu sagen, Kern von Transpose. M, das ist sehr einfach. Und das können wir noch machen. Sie könnten sagen, wir können jetzt mit Vektorräumen rechnen. Wie würden wir das machen? Wenn wir sagen, ein Vektorraum ist dadurch gegeben, durch eine Liste von seiner, also durch eine, ja, durch ein erzeugenden System, durch eine Liste von Vektoren, die ihn erzeugen. Und diese Funktion soll für diesen Raum eine Basis finden. Wie würden wir das machen? Wir würden sagen, TNF von dem
Weil das bildet ja Linearkombinationen von den Elementen des erzeugenden Systems. Und dann wissen wir, die nicht nullen Zeilen bilden eine Basis. Das heißt, da könnten wir einfach sagen, wir nehmen die Nullzeilen daraus und dann habe ich eine Basis. Und dann kann ich auch die Dimension von einem Vektorraum bestimmen, weil da würde ich einfach sagen, Längs von Basis von V. Okay? Und wenn ich wissen will, ob zwei Vektorräume gleich sind, dann kann ich eine Funktion schreiben, ist gleich U1, U2. Und wie kann ich das überprüfen? Das ist auch sehr einfach. Ich könnte einfach die Basen vergleichen, weil die TNF, also natürlich ist die Basis eines Vektorraums ist nicht eindeutig bestimmt, aber die TNF ist eindeutig bestimmt. Das heißt, ich könnte einfach sagen, Basis von U1, wenn das gleich ist mit Basis von U2, dann sind die beiden Räume gleich, ansonsten sind sie nicht gleich. Ich könnte auch überprüfen, ob etwas ein Unterraum von einem anderen ist. Ob ein Raum ein Unterraum von einem anderen ist, ist Unterraum U1, ja sagen wir UV. Wie würde ich das überprüfen? Ja, dazu müsste ich überprüfen, ob jedes Element von U in V ist. Weil dann ist auch der von diesen Basiselementen erzeugte Raum, ein Unterraum von V. Wie könnten wir das machen? Ah ja, ich könnte verwenden, das ist genau dann, wenn U plus V gleich V ist. Und das kann ich checken, weil Plus ist einfach Summe. UV ist auch wieder ein Einzeiler. Die Summe von zwei Vektorräumen könnte ich einfach schreiben als Join. Ich nehme einfach die Basen aneinander. Die Basis von U und die Basis von V. Und vielleicht bin ich dann jetzt noch so freundlich und eliminiere Redundanzen, mache eine Basis daraus. Und dann könnte ich hier einfach schreiben, das ist dann der Fall, wenn nach dem Kriterium, was ich in den Kommentar geschrieben habe, falls Summe, das ist gleich Summe von U und V. Und ist Element, wenn ich jetzt einen Vektor habe und will wissen, ist der in einem bestimmten Unterraum, ja, dann könnte ich einfach gucken, ob der von U erzeugte Unterraum in U lebt. Und Sie sehen, das sind jetzt alles Dinge, die gehen, wenn Sie mal, die enden am Ende immer darin, dass Sie einen TNF oder einen Kern berechnen. Aber wenn Sie das mal haben, dann ist alles andere ein Einzeiler. Wir können zum Beispiel auch gucken, ist direkt U1, U2. Also ob die Summe von U1 und U2 direkt ist, das kriegen wir daraus, dass wir sagen, wir können die Dimension testen, dem Summe von U1, U2 und ist das gleich die Dimension von U1 plus die Dimension von U2. Wenn ja, dann ist die Summe direkt, wenn nein, dann ist sie nicht direkt. So, das Einzige, was ein bisschen mehr Arbeit ist, das könnten wir jetzt noch machen, wenn Sie noch Geduld haben, eine Minute, das reicht nicht ganz, Matrix-Inverse. Na doch, das machen wir auch. M. Wie haben wir das gemacht? Matrix-Inverse, das ging auch wieder mit TNF, da haben wir gesagt, wir nehmen die Einheitsmatrix rechts dran und dann machen wir TNF und dann gucken wir, ob dann die Einheitsmatrix links steht und wenn ja, dann ist rechts die Inverse. Okay, wir sagen A ist, schauen wir erstmal, ob es eine quadratische Matrix ist.
Wenn es nicht quadratisch ist, dann macht man gar nichts. So, und jetzt sagen wir join. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Die Listeneinträge von M sind die Zeilen von M. Also wenn ich jetzt einfach nur sage, ich hänge eine Matrix dran, dann würde ich sie unten dran hängen. Ich will sie aber nicht unten dran hängen, ich will sie rechts dran hängen. Das kann ich im Mathematiker so sagen, dass ich hier sage, ich hänge das auf zweiter Ebene dran. Dann wird es sozusagen jeweils innerhalb der Zeile, wird die Zeile mit der anderen Zeile, entsprechend einer anderen Zeile ergänzt. So. Also eine Einheitsmatrix der Größe n. Oh, dann können wir gleich TNF sagen von dem. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Und zwar entweder ist die ersten, kann ich sagen, take a, also von der letzten Zeile von a, die ersten n Einträge. Wenn das gleich 0, 0, 0, 0, 0 ist, also if das hier ist gleich table 0, n 0, dann return nicht invertierbar. Und ansonsten brauchen wir einfach nur jetzt von allen Zeilen die ersten zu löschen. Das kann ich so schreiben. Drop n a. Und das Ergebnis müsste dann eine Inverse sein. Probieren wir mal aus. 1, 5, 3, 4, 2, 1, 5, 5, 7. Das ist eine Matrix. Dann machen wir erstmal das Original. Das ist das Mathematiker-Invers. Oh, und dann mein Invers wäre dann Matrix-Inverse. Okay, auf Anhieb. Gut. Dann lassen wir es dabei. Das war das letzte Video fürs erste Semester. Die übrigen beiden Vorlesungen machen wir live. Freue mich schon, Sie persönlich kennenzulernen. Also bis dann.